ist offline. Sie müssen das Cybercenter finden und zurücksetzen, damit ich ins System komme. Mach ich mir nochmal schnell umstellen, das ist bescheuert. Vielleicht sehen wir dann, was da drin abgeht. Hä? Achso, jetzt weiß ich's wieder. Ja, toll. Armacham Technology ist so super, so schön. Machen keine illegalen Aktivitäten, nein. Ach, der Wichser. Diese dumme Fettsau, ich hasse die so. Die wird später so nervig. So nervig. Ich kann ja nicht einfach das Schloss aufschließen oder so. Nein. Wieso denn? Gehen Sie mir aus dem Weg. Hey Paxton, wie geht's? Hey, wo bist du hin? Die Daten werden jetzt hochgeladen. Da ist ein Hinweis auf etwas namens Icarus. Das war wohl ein Bioengineering-Programm, das 1973 gestartet wurde. Hat was mit Gesundheit in Zusammenhang mit Mikrogravitation zu tun. Muskelschwund, Knochendichte, all sowas. Ah, ich hab so Angst, ich hab so Angst. Stirb, 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 stirb. Die Typen sind lustig, vor allem ziemlich einfach zu killen. Aber wenn er es nicht hinkriegt, nerven sie. Sie haben eine neue Nachricht. Ah, jetzt kommen die Typen sogar. Stirb! Das habe ich auch noch nicht gehabt in dem Spiel. Ey, du sollst keinen Roundhouse-Kick machen. Das ist zu genial. Ah, wo ist er? Schlag doch! Wenn ihr nicht tötet, die sind erstens ziemlich schnell und zweitens meistens unsichtbar und tun weh. Sie haben 3 neue Nachrichten. Erste Nachricht von Chuck Hebiger. Chuck Hebiger hier. Ich habe die Werte analysiert und empfehle, Perseus zu stoppen, bis wir wissen, was die Synchronisation verursacht. Die Muster sind identisch mit dem letzten Mal, aber die Konsequenzen wären eindeutig wesentlich schlimmer. Nächste Nachricht von Chuck Hebiger. Ich habe Ihre Nachricht erhalten. Sie vergessen vielleicht, dass Vettel noch ein Kind war, als dies das erste Mal passierte. Und als Folge des Schlamassels musste Origin endgültig beendet werden.
Diesmal sprechen wir von einem ausgebildeten Militärbefehlshaber mit telepathischer Verbindung zu hunderten blind gehorchenden Soldaten. Falls Sie sich Sorgen um den Zeitplan machen, dann stellen Sie sich mal vor, was passieren würde, wenn es zu einer ausgewachsenen Revolte käme. Nächste Nachricht von... Marshall Dissler. Hi, Marshall hier. Ich habe eben mit Chuck Hebecker telefoniert. Seine Aussagen beunruhigen mich. Wie er Ihnen sagte, will er das Programm vorübergehend stoppen. Ich muss ihm zustimmen. Wenn nur die geringste Chance eines weiteren Synchronizitätsereignisses besteht, müssen wir das ernst nehmen. Ich gehe persönlich zur Perseus-Anlage und mache mir ein Bild. Rufen Sie mich auf dem Handy zurück, damit wir das klären können. Ende der Nachrichten. So, viele interessante Sachen. Also ich finde es ehrlich gesagt ziemlich interessant. Ist ja wichtig für die Story. Ah, hat er mich erschreckt. Taschenlampe. In Reaktion auf den Unfall hat die Polizei in der ganzen Innenstadt Straßensperren errichtet. Nur die Rettungsteams haben Zutritt zum Sperrgebiet. Zurzeit liegen noch keine bestätigten Informationen zur Art der Geschehnisse vor. Terrorismus sei jedoch nicht auszuschließen, so ein Sprecher. Wir schalten um zu Diego Rodriguez live vor Ort. Danke, Phil. Wie wir erfahren haben, kam es heute kurz vor 17 Uhr zu einer Schießerei im Hauptquartier der Armacom Technology Corporation, die für das Verteidigungsministerium arbeitet. Was dann geschah, ist noch unklar. Hubschrauber der US-Armee näherten sich dem Gebäude. Seither liegen keine neuen Meldungen vor. Polizeisprecher bitten die Bevölkerung, in den Häusern zu bleiben, schließen aber eine Ausweitung der Krise über das Sperrgebiet hinaus aus. Zurück zu Ihnen, Phil. Das war Diego Rodriguez live vom Sperrgebiet in der Innenstadt. Unmittelbar vor dem heutigen Zwischenfall bei Armacom wurde einer der Vizepräsidenten heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit entführt. Spekulationen... Ah, so dunkel. Soll ich mich erschrecken? Eigentlich, dass ihr total hässlich seid. Ich meine, euch stecken irgendwelche Bolzen aus der Schulter raus. Das ist ja... Bäh. Nee. Okay, Upload läuft. Offenbar wurde Icarus zugunsten von etwas mit der Bezeichnung Perseus beendet, das anscheinend vom Verteidigungsministerium finanziert wird. Vermutlich stammen Vettel und seine Soldaten von da. Ach, genau. Nicht schießen! Hey, mein Name Fetzer. Ist Norton Mapes. Ich bin Programmierer. Shit, ein Zivilist. Gib ihm ein Funkgerät. Hallo? Wer seid ihr, Leute? Die guten Jungs. Alles in Ordnung? Oh, klar. Ich habe jede Menge Spaß. Sie sagten, Sie sind Programmierer. Können Sie mir helfen, ins Netzwerk zu kommen? Muss ich mich etwa herumkommandieren lassen? Wenn Sie das lokale Sicherheitssystem deaktivieren, könnte ich mir den Server ja mal anschauen. Ich kann ihn ferngesteuert deaktivieren, sobald ich eingeloggt bin. Nein, das geht nicht. Er ist in einem separaten Netzwerk. Das Einzige, was der ist, ist ein... Vollidiot. Dahin. Fetter Mixer. Das ist unwichtig. Es ist der Preis für meine Hilfe. Ey, sowas ist ungesund. Ich egal, ich fresse sowas auch, aber hier. Egal. Voll Noob. Adieu. Adieu. Und vor allem überall, wo diese Dinger rumliegen, dann weiß man, dass der Wichser vorkommt. Als Maul.